Habe die Ehre, Leitlein. Der Urlaub ist jetzt gut. Und ja, was heißt gut? Steht halt wieder einiges an Arbeit. Waren ein paar erholsame Tage dabei. Es hat in der Zwischenzeit auch noch einmal geschnieben, aber leider so 7, 8 Zanti. Zwar gefilmbar, aber nichts Spektakuläres. Und ja, was gibt es Neues? Meine Federn Kettenwagen schon oder heute ziemlich stark verschließen. Und da war ich eben mal unterwegs und ein paar Angebote hingeholt. Da ist jetzt also ein Backel gekommen. Und jetzt gilt jetzt der halt noch unzupassen auf dem Traktor. Aber normal ist das auch keine Hexerei. Das ist eben noch der B-Wack mit den aufgeschwarzten Gliedern, Zusatzglieder und der Eisbrecher drauf. Dass die Standzeit halt verlängert wird. Und vom Grip her merkt man das schon auch. Also jetzt tut man das da. Der Leist, aber. Ach, schon gehen. Die universale Idee eben. Das sind jetzt eben leider Federn. Die Hintern war ja mal Otagen, dass eben die scharfe Kante wieder nach hinten greift. Weil eben am Wochenende, das kommende Wochenende, meldet da wieder Schneefälle. Da soll ein Genuativ kommen. Zwar quasi ein richtiges von der Strömung her, aber ich glaube eher, was ich ja so ausgelesen habe aus dem Wetterbericht, dass das mehr über das Pustertal da rausfahren wird und Kärnten. Da Talboden Kärnten erwischen. Hat 20, 25 cm können bei uns halt auch kein. Was haben wir sonst noch? Ja, Straßen ist alles offen, das habe ich sehr alles gesehen. Na, schauen wir auch zum Traktor. So, da sieht man jetzt eben die Stege. Die sind eben schon ziemlich einseitig hochgefahren, aber es geht eigentlich nur dahin. Da vorne schaut das schon ganz anders aus, da sind die Stege eben schon weg. Und eben die Lidl am Brechental war wieder. Das sieht man eh. Ewig hält einfach nichts. Wenn wir da jetzt den neuen nachdenken. Dazu werden wir nicht wieder höher aufpucken. Ein Gehäb, total lange Gehäb, hätte man nie gedacht. Da geht es, ein Gehäb. Beansprucht auch nicht so viel, im Sommer brauchen sie nichts. Legen wir den da auf, dass der Hankel mit dem Profil ist ungefähr.
Was ist wichtig bei Netzketten, dass sie nicht zu stramm machen. Spann, das soll ja schließlich schön fallen. Da war Minimum recht, dass man mit der Hand schön reinkommt, da, wo sie durchhängt. Also ist die Arbeit jetzt den Rafen voll zusammen. Das schaut noch Grip aus. Ich schaue da, dass sie da mit den Diamanten vom Netz, weil es eben die Form hat wie eine Diamantschiene in der Mitte bin. Da soll es halbwegs stramm sein. Aber dann erfährt man einmal, dass sie schön fallen kann, die Kette. Und dann schaut man, ob man sie dann bis da kürzen oder länger machen. Weil das sind eben drei Stellen am Innen kannst, da kannst du die Kette noch einstellen. Normal muss er dir aber genau passen, weil es eben die größte Dimension ist, wo die drauf passt. Der geht eben von 44, 18, 20 Zoll oder 4,75, 65, 20 bis 4,40, 65, 24. Wenn sie so lange etwas wie die jetzt nachher, bin ich schon zufrieden. Die hat jetzt mittlerweile 12 Winter gesehen. Und so heißt schon etwas. Ich meine zwar nicht alle Winter gleich, aber das ist das, was ich mache. Falls ein paar meinen, dass sie die geschenkt kriegen oder sonstiges, dem ist nicht so. Die sind ganz normal gekauft worden, um da gleich Behauptungen auszuschließen. Auf dem Freitag und ein paar neue Schuhe umlegen. Es gibt noch jeder Klimawandel, da braucht es eh keine mehr. Nachher tun wir hier den Scheckel noch ein bisschen hochziehen. Damit es den nicht aufbeitelt. Das ist jetzt wohl ein bisschen stramm, aber sie wird noch ein bisschen fällt. So. Das war jetzt das Kettenmontieren gewesen. Und eine Runde da hinfahren. Schauen, wie sie sich stellen. Wurscht. Magnet halt dann jetzt kaum mit, aber das wacht schon gehen. Das Limbler. Ja genau, weil jetzt einige umgeschrieben haben. Paar. Und auch viele meinem privaten Facebook-Account gefunden haben. Oder halt ja gar so hart versteckt und nein, gar nicht. Ich hoffe halt echt, dass Privatsphäre noch Privatsphäre bleibt. Wenn wirklich Fragen haben, dann sollten so eine Fragen sein, was auch in die Kommentare gestellt werden mögen. Weil da haben da teilweise unmoralische Angebote und was ich was alles daherkomme, aber die haben jetzt sowieso gleich blockiert. Weil das interessiert mich gar nichts. Alle wird da hoffentlich auch jeder verstehen. Na, aber was gibt es noch Neues? Ja, die, die Facebook gefunden haben, die haben es eh schon gesehen. Wir waren letzte Woche bei der Firma Rosenbauer, weil wir ein neues Einsatzfahrzeug kriegen. Von der Feuerwehr. Das wird eben ein RLF 2200. Alle, die nicht wissen, was das heißt, das ist ein Rüstlöschfahrzeug mit Allradantrieb und hat dann 2000 Liter Wassertank und dann 200 Liter Schaummitteltank an Bord. Verbaut wird da 3500 Liter Rosenbauerpumpe im Heck, die Niederdruck, sprich bis 10 Bar Niederdruck und bis 40 Bar Hochdruck hat, kann die Minute 3500 Liter Wasser fördern. Aufgebaut ist das Ganze auf einem M1 vorgestellt.
der Bezeichnung DGM 18.340. Das spricht, passt wieder. Es ist ja 18 Tonnen vorgestellt und hat 340 PS. Gibt es auch mit 290 PS, aber bei uns in den gebirgigen Gelände brauchst du einfach eine Leistung. Da haben wir noch eine Version Arbeit. Das Megatern gleich ausschöpfen. Weil meine Hackschnitzelanlage ist aber hungrig. Da haben wir den Hackschnitzelhaufen unter. Da ist gleich das Platz, glaube ich, ausraum. Nicht ums Kein. Ich glaube, was sehe. Es fühlt sich noch einer Schneewächten an. Ja, schon. Zu sehen, wo der Scheißhaufen kommt. Oder die Kranen schon wieder werden, da stehe ich in den Seis. Genau, bevor ich es vergiss wieder. Vergangenen Sonntag war mir Geburtstagsfeier von meinem Onkel, der ist 60 Jahre alt geworden, ist Fernfahrer. Ist mir überhaupt voll, der Schark fast auch jetzt. Auf dem Wege noch einmal alles Gute. Wenn man sieht, die Kette sitzt schon mittig da oben. Ist ja eigentlich nicht mehr nachzuspannen, das passt schon wieder. Schnee herkriegen mit dem Frontlader und dann mal ein paar scharfe Lachen tun, dass wir wieder ein böse Rühr haben. Ich hoffe, dass wir mal ein kurzes Update bekommen wieder. Wenn es wieder schneit, sehe ich es mehr. Dann bleibt eigentlich gleich eine halbe Ehre zu sagen. Und sobald es wieder schneit, sehen wir es wieder. Oder ich nehme einen Morgen zu einem Hackschnitzelfegen mit. Schau mal. Ob es schnell gehen muss oder ob er leichter weil. Na wohl, aber der Erik.